die Fischtown Penguins. Und das ist Thomas Surapev. Auch in Doppel. Und das ist Ostkreuz in den Winkel. Eiskalt rechts oben rein. Ja, als ob das getimt war. Wie an der Schnur gezogen. Der passte hervorragend. Ihr seht, wer ist Kevin Ohrendorf. Zentrale Position 1-0. Da kommt gleich der Pass von Surapev rüber. Und dann ist er drin. Oder war das Owens von der rechten Seite? Ich meine, wir sehen, als wenn es Owens wäre. Zu gehen, war ich nicht sicher. Und dann zack. Würde passen zu Owens. Erste Stunde, ne? Ja, bis auf Huten war die erste Reihe komplett. Der war noch draußen. Das war ein schöner Pass jetzt. Wie möglich an das Tor. Das wird eiskalt bestraft nun. Und da sitzt es 1-1. Ein bisschen überraschend, muss man jetzt auch sagen. So schnell kann es gehen. Kein Helms gewesen sein. Der ist es gewesen. Hier sehen wir es nochmal. Ein Pass. Ein super Pass, muss man wirklich so sagen. In die Schnittstelle. Aber da wird schon nicht. Für mein Gefühl, ganz ehrlich, ist das noch nicht zwingend genug bei den Penguins. David Zucker. Der Jukin. Schöner Pass rüber. Und das Pass ist natürlich wunderbar ausgespielt. David Spieler. Da sieht man, wie wichtig er ist für die Bremerhavener. Sehr gut ausgespielt. Das war mal eine zwingende Aktion. Kajuki drüber zu David Spieler. 33. Minute, 2-1. Das war ein schöner Querpass. Ohne Probleme war David Spieler. Steilpass, wunderschön. Das ist Klöpper. Mach den jetzt. Weggelegt. Es gibt ein Penalty. Hundertprozentig. Wenn er faul fällt. Und es gibt ein Penalty. Vielleicht ein bisschen austanzen. Klöpper versucht eher langsam. Oder rutscht die Scheibe fast weg. Oh. War der Torwart da? Und da haut er in die Tribüne rein. Oh, da haut er den Puck in die Tribüne, kriegt dafür jetzt eine Strafzeit. Das war natürlich mehr als unnötig jetzt. Das war mehr als unnötig. Also das und hat da wohl auch den Zuschauer getroffen. Sind wir wieder dabei. 5 gegen 5 geht jetzt weiter. Und Tor. Und Schuss. Und Preußen trifft. Preußen hängt ihn rein. Hat ausgenutzt ein bisschen. Ja, Bremerhaven wohl komplett noch unsortiert. Und Preußen hinein ins Vergnügen. Hat, wie schon gesagt, letztes Wochenende schon unter Beweis gestellt, dass er treffen kann. Zweimal sogar. Und hier trifft er auch. 2-2. Berlin gegen Teljupin. Zintek gegen Ab. Und das ist Laurila. Ein Schuss, Mann. Ein schöner Hammer wohl noch an den Pfosten. Das hat nochmal Klomm gemacht. Schauen wir nochmal. Über Torperspektive, zentrale Position. Wo kommt der Schuss? Ja, in den Pfosten rein. Laurila, 44. Minute. Ganz bitter für die Bremerhavener. Der absolut freie Schuss war, dann sitzt er direkt unten links. Auf der Bank muss ein Bremerhavener Spieler behandelt werden. Hat er was abbekommen? Wer ist das? Künzel. Gut. Auf Künzel, der hat einen Schuss. Aber wen wir noch dran. Mit den Schonern. Noch einmal Künzel. Hoch und da sitzt es. Und es ist Ohrendorf, der abgefälscht hat. Diesen Schuss von Künzel. Genau so wollten sie es. Vom Tor. Vor dem Tor arbeiten und dann reinmachen die Scheibe. 49. Minute, Ohrendorf ist da noch dran. Den zweiten Treffer heute. Leicht abgefälscht.
Pauli wieder auf Cameron. Laurila Schuss in den Winkel. Zentrale Position. Wir gucken uns das nochmal an. Tja, der passte genau. Laurila zum 3:4. 54. Minute. 6:41 noch auf der Uhr. Lampe blockt, da kommt der Schuss. Die Möglichkeit für Owens vor dem Tor. Das war durchaus nochmal eine gute Möglichkeit. Jetzt ist die Scheibe raus. Sein, diese Chance. Mit dem Empty Net. Und da ist das Empty Net. Kyle Helms. 3:5, damit ist die Entscheidung da. Wenn man die ganzen Spielverlauf sieht, war das jetzt nicht wirklich vorauszusehen, dass die Bad Nauheim hier wirklich das Ding, die drei Punkte mitnehmen würden. Aber so ist Eishockey. Clever gespielt. Das ist Eishockey, praktisch clever. Ja. Und dann ist das Spiel aus. Die Fishtown Pinguins verlieren mit 3:5 gegen den EC Bad Nauheim, gegen die Roten Teufel.